So, hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Die Post war da. Paketnummer 249 müsste es sein. Ich vermute mal, was drin ist. Bin mir aber nicht sicher. Ich würde sagen, wir schnacken da nicht lang. Wir gehen runter auf den Tisch. So, auf den Tisch ankommen und so eine Silberfolie verpackt, das haben wir jetzt eigentlich auch noch nie gehabt. Gucken wir mal, ob wir das einfach so aufreißen können. Das sollte rein theoretisch Handy-Mikrofon rauskommen. Ja, genau, das kommt da raus. Also, da habe ich mir bestellt ein Mikrofon fürs iPhone. Ein Wireless-Mikrofon. Ob das so funktioniert, wie man das vorstellt, weiß jetzt natürlich halt nicht. Wäre auf jeden Fall mega cool. Habe ich bestellt im Ausland, gibt es aber auch bei Amazon. Werde ich euch auf jeden Fall mal verlinken und die werde mit Sicherheit auf jeden Fall einen Test dazu machen. Ich denke, also, ihr könntet eigentlich das mal kurz hier antesten. Mikrofon mit Lightning-Stecker. Also das ist der Empfänger, das stecke ich mir dann am iPhone hier unter einfach an. Das Handy hat auf jeden Fall schon mal vibriert. Da war jetzt auch eine kurze Meldung auf dem Display, ich weiß jetzt bloß nicht was, war zu schnell weg. Ja, keine Ahnung, die Meldung ist weg. Und dann gibt es hier den Sender. Den Sender, den kann man sich dann ans T-Shirt klippen oder sonst irgendwo hin. Und dann kann man hier unten, glaube ich, einschalten. So, also ich habe jetzt nur einmal gedrückt und ich habe eigentlich gemeint, man muss das irgendwo mehrere Sekunden gedrückt halten. Mehrere Sekunden gedrückt halten geradeaus. Wenn man kurz drückt, gerade an. Also die Verbindung scheint relativ schnell zum Funktionieren. Und hier ist nichts weiter drin. Und hier wird, denke ich mal, ein Micro-USB-Ladekabel drin sein. Da gucken wir einfach mal geschwind nach, was da drin ist. Ladekabel und eine kleine Tasche, so eine Samttasche, wo man das Ganze dann praktisch reinstecken kann und aufräumen können. Dann muss man diese Schachtel immer mitnehmen. So. Das Licht brennt, das heißt theoretisch ist das Mikrofon aktiv. Das heißt, ich stecke mir das Mikrofon mal. Oh, ich kann den. An den Clip hinter Guide verdrehen, der ist da. Das ist natürlich schon ein bisschen, das ist ein bisschen schade, weil damit ist der, kann ich den Clip in Typreis so hinklippen, wie ich das gern möchte. Aber ich mache mir das hier mal so schräg ans T-Shirt hin. Und versuche jetzt einfach mal mit dem Handy eine kurze Sequenz aufzunehmen. Weil da bin ich ja mega überbelichtet. Nehmen wir mit dem Handy eine kurze Sequenz auf. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Problem. Hier unten ist das Mikrofon ein bisschen störend.
Wenn ich das Ganze nicht mehr so richtig festhebe, das Handy, dann müsste jetzt gerade mal über Kopf filmen. Aber da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das Video umdrehen muss. Hallo, eine kurze Testaufnahme mit dem Handy und dem Wireless-Lavalier-Mikrofon. Mit dem hier. Ein japanisches Wireless-Mikrofon gibt es aber auch bei Amazon. Kurze Testaufnahme. So, ich hoffe, ich habe euch das jetzt hier einblenden können. Ich höre mir das jetzt selber mal geschwind an auf dem Handy. Und dem Wireless-Lavalier-Mikrofon. Dem hier. Japanisches Wireless-Mikrofon gibt es aber auch bei Amazon. Kurze Testaufnahme. Also Ton auf dem Handy hört sich jetzt mal ganz okay an. Was jetzt hier aber eigentlich gar nicht bestimmen können ist, hat der auch das Mikrofon verwendet. Das ist jetzt natürlich die Frage. Und das leuchtet noch. Dann müssen wir jetzt echt einfach nochmal schnell eine Testaufnahme machen und dann Mikrofon mal kratzen. So, Testaufnahme Nummer 2. Und ich kratze jetzt mal hier am Mikrofon. Und wenn das das Mikrofon ist, dann hat man das jetzt gehört. Jetzt hören wir das auch noch geschwind an. So, das Witzige ist, jetzt war irgendwie gar kein Ton dabei. Ah. Wahrscheinlich, weil das Ding hier erstmal ausstecken muss. Jetzt mal hier Mikrofon. Wenn das das Mikrofon ist, dann hat man das jetzt gehört. Also gehört hat man es, das hat man jetzt wohl gehört. Erste Aufnahme Nummer 2. Platz jetzt mal hier Mikrofon. Wenn das das Mikrofon ist, dann hat man das jetzt gehört. So. Also allem Anschein ist das Mikrofon auf jeden Fall mal funktionstüchtig und was das Mikrofon sehr gut können soll, das ist das Noise Cancelling. Also theoretisch kann ich beim Autofahrer, auch wenn Fenster auf sind und es wirklich sehr laut ist, kann man mich dann noch ganz, ganz klar verstanden. Habe ich in irgendeinem Testvideo mal gesehen, wo einer gemacht hat. Das ist jetzt natürlich etwas, das muss ich jetzt erst mal ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Mit dem Video, die Post war da, war es das jetzt dann aber erstmal. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!